Da sind wir wieder und auf zu Karte 2, Akt 2, Dragonfall Sewers. Krieg, wir machen jetzt einen auf Teenage Mutant Hero Turtles und verteidigen die Kanalisation. Ne? Was? Private Game. Maps in Quick Match have a minimum EPWR. Please select another map to raise your heroes EPWR by collecting more powerful items. Warte mal. Wir haben keinen EPWR von 60. Schaut's. Also, um es vielleicht mal ganz kurz zu erklären, also Maps brauchen ein gewisses Item-Level, das wir augenscheinlich gerade nicht erfüllen. Ja, da bin ich gerade mal am gucken. Ich habe ein IPWR von 88, das kann nicht sein. Du mal sagst, wo ich das sehe. Einfach auf Inventory, da hast du oben deine Karten. Oben links. Da steht an deinem Held dran, was der für ein IPWR hat. Nee, nein. Also beim Inventar habe ich eine ganze Ecke an Flaschen und so, aber ansonsten. Nein, im Inventar. Ja. Da hast du links oben doch Karten von deinen Helden. Links oben. Ah, ja. Ja, 67 hat er. Entschuldigung. 67, ja, siehst du, und das ist ein bisschen bescheuert. Die Karte hat 60. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Und Sehr warum? mysteriös. Da steht auch, Your IPWR 88 suggests IPWR. Was weiß ich? Ich gebe mal hier 60 ein. Mal gucken, was du dann machst. Also das ist schräg. Willst du mal an den Tisch ran und Schauen wir mal. du konntest das starten, oder was? Schaut gerade so aus. Ich hoffe, ich habe das Teil auf Privat gestellt. Ja, sogar tiefer unter der Stadt betreten die Helden die Dragonfall Sewers, einem Labyrinth aus Pumpen und Schläuchen und Wasserkanälen. Weiß ich nicht, das. Die hallenden Geräusche von Fußschritten und so weiter und so fort. Wir sind in der Kanalisation, mein Gott. Mensch. Na gut. So, gib mir das. Jetzt machen wir hier nicht wieder den Fehler. Und zwar, hier ist ein Northeast Valve. Und hier ist bei mir nix. Bei dir drüben ist Southeast Valve. Baue ja schon davor. Ja, machen wir das vielleicht so. Du übernimmst die Seite, wo du da jetzt bist. So, hinter dir Aha. ko kommt ja auch noch mal was. Hier unten durch. Ja. Na, hier, wo ich jetzt rumjumpe, wenn du das siehst. Und dann mache ich die anderen beiden Wege zu. Die auf der anderen Seite, weil wir können. Das ist eh so weit auseinander. Na mal schauen.
Keine Ahnung, ob es das hier bringt. Aber ihr seht schon, wir haben hier so richtig Plan, ne? Ja, ich muss hier gerade so ein bisschen mal überlegen, wo ich die am besten hinstellen könnte. Einen würde ich gerne hier vorhaben, der noch davor schießen kann. Den anderen packen wir mal. Jetzt könnte ich noch irgendwas appen. Mache ich lieber da. So, auf geht's. Man kann ja schon ein bisschen den vorher geben. Ja, die kommen da gut durch hier. Vielleicht sollte ich hier bleiben. Da hinten sah es ein bisschen besser aus. Southeast Valve ist under attack. Ja, ich weiß. Wenn das Schrott ist, dann haben wir einen neuen Eingang wieder, ne? Arbeite dran. Oh, nein. Scheiße. Ich bin in den Abgrund gestürzt. Aber noch hält ja alles hier. Ach, das ist mein Valve hier, oder was? Ja. Nee, meines ist die North Pump. Ja gut, das ist natürlich jetzt fies gewesen, dass da, ganz fiese Flugviecher lang kam. Kann ich denn auch was gegen Flugviecher tun? Ja, die sind mal richtig gut mitgenommen worden hier. Also meine Freunde vom Erdbeerfeld haben hier auch richtig aufs Festbrett gekriegt. Denen geht's ja nicht so schlimm hier. Dann ab ich hier nur die Barriere und hinten nochmal den anderen Turm. Vielleicht ist es dann ein bisschen sicherer. Nein, mir fehlen 10, so ein Scheiß. Hast du noch 10 übrig oder so? Das sage ich dir gleich, sobald ich hier durch war. Aber ich glaube nicht, weil ich muss hier beide Tower upgraden. Nee. Neun würden auch reichen. Nee, ich habe nur noch gar nichts mehr jetzt. Ja, muss so gehen. Wird schon irgendwie gehen. Alter, wieso? Warum? Fucking hell, what the fuck? Ja, vor allem, wo sind die hergekommen? Hab ich jetzt gut, irgendwas verpasst oder was? Das müssen wir dann nochmal machen. Ja, wie schon gesagt, ich habe immer noch keinen Plan, wo die hergekommen sind. Ach, das war eh... Ja, wir haben verloren.
Du, du, du. Das machen wir noch mal. Irgendwie will er nicht. Ja, das dauert auch noch. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir die irgendwie. Also das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Flugviecher. Nee, bei mir standen da eher so Mobs direkt davor sogar. Wie? Aber egal, ich kann ja hier mal. Ich setze mal meine Barrieren mit meinem. Obwohl, den hätte ich dann. Den müsste ich dann mal leveln. Ich glaube, der ist noch ungelevelt. Ah. Und ja, ich habe Stay Together gemacht eigentlich. Brauchen wir einen Moment. Aber bevor es jetzt gleich wieder geht. Tiefer und noch tiefer unter der Stadt, die Heldin betreten die Dragonfall Sewers, Habe ein ich doch eben Labyrinth. schon vorgelesen. Ich mach das jetzt einfach mal kurz zu Ende. Ja, dann musst Oder auch du nicht. umringt die Helden bereiten sich darauf vor, einen Kampf zu bla. So, ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, wo sind die hergekommen? Also. Also ich glaube, wir müssen hier einfach direkt die Eingänge zumachen. Ist ein bisschen Direkt die rechts Eingänge eingehen. zu. Alles Ja. klar. Mache ich mit meinem Krieger aber mal. Setz du mal bitte nur deine Damage Tower. Wir sind eh noch in der Warm-up-Phase. So, ich lass mich mal die Dinger hier bauen und dann. Geh mal weg. Nee, Weg, nicht so weg. weit runter, Geh mal weil guck weg, mal, weg, 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 weg. nicht Doch, so weit doch, doch. runter wollte ich sagen, weil guck mal nach rechts, dann können nämlich, wenn irgendwelche Flugviecher hier ankommen, die schon wieder auf diese Valve da rotzen. Ja, aber hier ist super, da sperrt die eine alles ab. So, und dann hier hin. Also ich setze da jetzt nur offensives Du Getüdel setzt hinter, ne? nur offensives Getüdel dahinter. Seht schon, ein bisschen Tick-Tack in der Hoffnung, dass das jetzt besser läuft. Nee, obwohl, warte. Bauen wir mal hier so hin. So, nein, der. Das sollte jetzt ein bisschen mehr aushalten. Wie ihr seht, die haben dann doch schon 80.000 Lebensenergie. Ich glaube, die meine hier mit ihm hier nicht so. Surface Corridor Air, da haben wir drei Air-Leute, die da durchgehen. Und da hinten So, auch mir ist noch. vorbei. Ja, bei mir ist auch vorbei.
Ich habe hier mal wieder Flugscheiße. Ja, einfach drauf schießen. Ach, meinst du, was ich gerade mache? So ein dummer Drache. Level Up. So, ich mach mal eine Runde und ab einfach alle meine Barrieren, ne? Ja. Will ich hier auch mal tun. Wobei ich hier, glaube ich, wirklich noch einen Bogenschützen hinstellen werde bei dieser ganzen Flugscheiße, die hier immer um die Ecke kommt. Habe ich jetzt das Richtige gehabt, ja, ne? Ach, du hast die auch schon gehabt, oder wie? Eine, ja. Naja, ich habe eh nichts mehr hier. An Steinchen. So, da kommen wieder drei Luftviecher raus, ne? Ich erinnere mich mal daran, dass ich hier die nächste Runde hier oben noch was zubaue. Hast du denn auf der anderen Seite noch was gebaut? Da steht erst ein Tower, ne? Ja, die beiden Seiten meine ich ja. Ja, ja, meine beiden Seiten, ne? Dann schauen wir mal. Denk dran, achte auf die Flugviecher, ne? Die müssen zuerst down. Ja. So, ich hoffe, der hält das hier. Ich muss mich mal ein bisschen da drüben, glaube ich, drum kümmern. So, ein Tower ist echt wenig. Hat wieder Flugviecher, Ink? Na, ich wahrscheinlich auch gleich. Ja, bei mir kommen sie auch. Hat das bei dir? Ja, die Flugviecher sind down. Ich habe nur ein bisschen Panik, dass die hier hinten durchkommen. Ah, hier sind die gerade eben durchgekommen, weil das Valve anscheinend kaputt war durch die. Jetzt werdet aber fies hier. Ja, das war's auch schon für mich. Kann bei mir auch nur noch reparieren. Also ich mache mir gerade noch die Runde. Gucke, ob wo was kaputt ist.
Hier steht immer noch nur ein Turm. Bei dir stehen hier zwei Türme und ein Archer und oben stehen auch nochmal zwei Türme und ein Archer. Findest du das fair verteilt? Ich musste noch grüne Sachen einsammeln. Moment. Ja. Doch, da, jetzt steht ja ein zweiter Turm. Außerdem ist der eine Turm bei dir hier oben auch schon upgraded, ne? Brauchst du noch Steinchen? Also ich habe nur noch 5. Ne? Jetzt hast du 40 oder so. So, bist du ready? Ganz. Na, du wirst es in 80 Sekunden schaffen. Nimm dies und das. Das! Ja, ich. Pff, keine Ahnung, ob die hier da überhaupt durchkommen hinten. Jetzt. Deswegen. Was? Ich habe diese Neigung dazu, in Abgründe zu springen. Ich weiß auch nicht warum. Aber sieht ganz gut aus. Außer, dass die da irgendwo... Oh, oh, oh. Bei dir wird irgendwas angegriffen. Ja. Nicht. So, auf der anderen Seite werden bestimmt auch noch Speerwerfer stehen. Ups. Ja, also meine Barrieren sind wie drei Wettertaft. Halten an auch an den schwierigen Tagen. Gewonnen. Wie geht's eigentlich deiner... Ach, der geht's noch prickelnd. Ist ja nichts passiert. Was ich wollte nur wissen, wie es deiner Valve geht, aber der geht's ja auch noch... die ist ja auch noch komplett heile. Naja, komplett ist anders. Nein. Was bist du denn da? Ja, ich versuche auf diesen Dingern rumzujumpen, aber irgendwie... Weiß ich nicht, habe ich einen Knick in der Pupille oder was weiß ich. Echt? Ich treffe sie nicht. Ich wollte eigentlich rüber und gucken, wie das bei dir aussieht mit dem Upgraden. Hier. Tier 4 ist er. Wäre das schon? Das brauchen wir eigentlich nicht. Was ist der hier oben? Du setzt eine Wand vor meine Wand. Das ist auch sehr intelligent. Das hat diesmal besser funktioniert, weil da kam auch immer die Flugscheiße weg. Das, ohne Scheiß, das mit der weiteren Wand davor ging besser. Das Problem ist, die Flugscheiße ignoriert die Wand, ne? Das weiß ich, aber die anderen nicht. So, den machen wir auch noch zu. Ach, die kann ich auch beide upgraden hier, so. Aha! Das wär's von mir gewesen. Ich habe noch einen Stein. Hier haben wir übrigens schon 5 Wellen. Wahnsinn.
Was tut man immer auf die Frauen? Warten, ja. Das noch 40 ich hab, Sekunden. Ich hab noch 100 irgendwas an Mana und ja. Anscheinend nicht hoch. Du hast noch 10 Sekunden. Alles gut. Von hier hat man doch eine gute Aussicht. Scheiße. Ja. Bist du etwa in den Abgrund gefallen? Pass mal lieber auf, dass deine Flugviecher, bei mir kommen sie nämlich schon. Ich bin schon unterwegs. Nimm das. Ja, also die Barrieren halten ja extrem. Die müssten wir auch nicht mal mehr, die werde ich nur noch reparieren. Die ab ich nicht nochmal. Da ab ich lieber den Tower nochmal und können wir hier hinten, können wir glaube ich keinen mehr abnehmen, oder doch? Da seht ihr auch den Unterschied zwischen den Mage-Barrieren und den Krieger-Barrieren. Die sind ein bisschen härter. Ach, der ist at full health. Alles klar. Kommt hier auch irgendwo bei dir kommen? Eher 3. Bei mir kommen auch nur 3. Brauchst du noch? Ich habe noch 24 über. Ich habe auch noch 80, also. Ja, hier. Die sind ja auch schon groß, also. Ja, die sind alle schon groß. Die ganzen Barrieren sind auch schon Stufe 3, also. Da wird nicht mehr viel passieren, denke ich. Es ist echt schon zu lange her, dass ich die Karten gespielt habe, um echt noch Plan zu haben, wie das alles genau funktionierte. Und ich weiß, das war auch noch eine der einfacheren. ich muss ja gerade mal ein bisschen Platz machen, weil mein Bag ist voll. Echt? Das sammelt doch der Scavenger ein. Also da musst du dir keine Gedanken machen. Okay. Na, alles, was zu viel war, das sammelt der Scavenger ein. Das könnt ihr euch danach auch noch abholen. Wither Beast. Burrows and Debuffs. Towers in Area.
Aha. So, bei mir kommen die Flugviecher schon. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kommen aber nicht weit. Nee, bei mir sind sie auch schon platt. So, Chef ist platt, der Rest auch. Ah, da hinten sind noch ein paar bei mir. Zwei müssen bei dir irgendwann rum abhängen. Einer. Null. Geht doch! Nach einem leichten Fail geht's doch. Das ist doch nett. Ja, hat die Folge jetzt ein bisschen länger. Wuhu! Lilla! Ich hab Lilla! Ja. Juhu! Gleich alles einsacken, obwohl das ja eh automatisch sammelt. Finde ich eigentlich sehr nett, dieses automatisch sammeln. Auf jeden Fall. Ich hab zwei mythische Items bekommen. Nee, ich nur eins. Ist aber hinterher auch völlig. Die, solange du noch nicht 50 bist, ist die. Ja, aber meine Tragrate ist ja im Moment geringer als deins, von daher. Alles aber zu mir und alles ist gut. Ja, ja. Das sind die Gierigen. Hallo, Cthulhu und so, ne? Alle zu mir, ich bin der Chef. So, hier übrigens, wenn dein Inventar ist voll ist, dann kannst du hier mit dem Scavenger reden. Und ihr seht auch, der hat auch so ein paar Sachen für mich gesammelt, die da lagen, wo man sie nicht aufheben konnte. Das heißt, in irgendwelchen Abgründen und was weiß ich. Und die kann man dann hinterher claimen. Hier bei dem alten Sack hier. Okay. Ja, und ich würde sagen, wir machen die uns jetzt mal leer und machen die Folge jetzt schnell Feierabend hier, weil das schon recht lange gedauert hat und das alles so hochzuladen ist schon ein bisschen länger. Bis zum nächsten Mal. Adios.